Hallo Dimitri, wie ist dein voller Name und welcher Fraktion gehörst du an? Ich heiße Dimitri Schulz und ich gehöre der AfD-Fraktion an. Wann bist du geboren? Ich bin am 14. Februar 1987 geboren. Bist du eher ein Stadt- oder ein Dorfkind? Ich bin eher ein Dorfkind. Vegetarisch, vegan oder gar keins von beiden? Nichts von beiden. Bitte ergänzen. Wenn ich nicht in den Landtag gewählt worden wäre, würde ich jetzt. Training Manager bleiben. Du bist Abgeordneter. War das dein Kindheitstraum oder im Endeffekt totaler Zufall? Ja, ich habe als Kind schon immer gesagt, dass ich keine Träume habe, sondern eher Visionen. Und das war tatsächlich einer meiner Visionen, mich politisch zu engagieren. Die AfD ist eine, vom Altersschnitt her gesehen, ältere Partei. Wie fühlst du dich als jüngster Abgeordneter in der neuen AfD-Fraktion? Es ist so, dass wir in den Parlamenten der Altersschnitt sehr hoch ist, aber nichtsdestotrotz haben wir sehr viele Junge in der Partei. Unsere Mitarbeiter sind auch sehr, sehr jung. Also ich fühle mich ganz wohl. Also ich fühle mich jetzt nicht unter alten Männern, ja. In welchen Bereichen liegen deine politischen Schwerpunkte? Also meine Aufgaben hier im Landtag sind Wohnungspolitik, Digitalisierung, Heimatvertriebene, Aussiedler und Wiederaufbau. Was denkst du, ist alternativ an deiner Partei? Alternativ ist, dass wir uns fokussieren, die Interessen der Bürger zu vertreten, dass wir mehr versuchen, die Bürger uns anzuhören und keine Politik an den Bürgern vorbei machen. Du hast die Möglichkeit, eine konkrete Veränderung im hessischen Bildungssystem herbeizuführen. Was würdest du verändern? Also ich würde Homeschooling einführen. Ja oder nein, Frage. Wahlalter 16? Ja oder nein? Nein. Wenn du die Chance dazu hättest, wärst du für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder dagegen? Dagegen. Ein weiteres großes Thema in der letzten Zeit ist auch durch Fridays for Future die Bekämpfung des Klimawandels. Denkst du, der Klimawandel wird in Hessen und seine Bekämpfung ernst genug genommen? Also ich halte persönlich nichts von einer Bekämpfung des Klimawandels. Was ist dein konkretes Ziel für diese Legislaturperiode? Mein konkretes Ziel ist es hier, wie man jetzt eben in der Debatte gesehen hat, einigen Fraktionen zu zeigen, wie man überhaupt Wohnbau schafft. Und das ist ein sehr wichtiges Punkt auch für unsere Bevölkerung. Warum sollten Leute und gerade auch jüngere Leute in deine Partei eintreten? Also es sollten Leute, die freidenken, engagiert sind, konservativ sind, und die konservative Fahne hochhalten wollen, die sollten zu uns in die Partei eintreten. Mit welcher Person würdest du gerne mal für einen Tag tauschen? Benjamin Netanyahu. Wie sieht ein typischer Arbeitstag für dich aus als Abgeordneter? Momentan aus Bewerbungsunterlagen lesen und Bewerbungsgespräche durchführen. Vielen Dank, Dimitri. Danke.